Willkommen heute zur ersten Wochenübersicht in 2018 zu den Clicker, Idle und Incremental Games. So, das nächste Spiel ist wieder Shop Heroes. Und ja, ich habe jetzt meinen nächsten Behälter auf Stufe 15 abgeschlossen. Damit ist der auch auf Stufe Max. Hier der Lederbehälter ist jetzt komplett, also gleich den Tagesdreh oder den 8-Stunden-Dreh aktiviert. So, viel fehlt ja nicht mehr bis 350 und natürlich prompt ein Item, Knochenräuber zweimal. Das Wochenende ist bereits abgeschlossen, inzwischen habe ich jetzt 668 Diamanten zusammen. Und ja, es dauert noch eine Weile, bis ich hier hoffentlich dann diese Verbesserung kaufen kann. Und ich bin sehr gespannt, ob die wirklich so funktioniert, wie ich mir vorstelle. Oder ob die 1000 dann umsonst investiert sind. So, bevor ich den ganzen Klimbim einsammle, die beiden Hüte nehme ich schon mal mit, weil da kann ich dann jetzt gleich starten. Weil ich brauche natürlich mal wieder eine neue Elfenhaube. Die andere wurde schon wieder kaputt gemacht von Melina, die dann wieder eine neue braucht. Und dann muss ich jetzt noch zwei weitere produzieren. So, da ich an der Stelle eben nicht die ganze Kette produzieren will, erst die Scharlachhaube, wofür ich dann wieder den Federhut brauche, schaue ich eben das jetzt eben über die beiden Slots, die ich schon geupgradet habe, wo ich dann die Vorproduktion automatisch erfolgen lassen kann, zumindest diese zwei Items produziere. So, ist das erledigt. Und jetzt gilt es hier in der Taverne erstmal meine Leute zurückzuholen. Und ja, begrüßte mich gleich damit, dass sie zwei Sachen kaputt gemacht hat. Das ist nicht das, was ich mir wünsche, wenn ich das Spiel starte. Und hier natürlich wieder eine Chance auf Diamanten, aber da ich auch das nicht selber auswählen kann, gut, hier greife ich in die Reparatur, dann ist das Ding nicht mehr kaputt. Habe ich halt keine Möglichkeit, wirklich dort einzugreifen und zu sagen, ich hätte gern die Diamanten. Okay, also da ist jetzt noch eine Kopfbedeckung. Das war die Räuberkappe, die jetzt noch mitgeliefert wurde. So, die Daily Kämpfe. Mal gucken, ob ich sie jetzt im Moment mit einem Provisorium noch nicht wieder ausgerüstet habe. Gut, dann kriegt sie jetzt aktuell diese hier, damit sie zumindest in den Kämpfen noch den kleinen Bonus hat und mal schauen, dass ich da jetzt durchkomme und ob ich in der Lage bin, ein paar davon zu gewinnen. Okay, ein Sieg, wenigstens ein Punkt auf jeden Fall. Ja, dass gegen solche dann tatsächlich das nicht klappt, obwohl ich so dicht dran bin, was die Schadensboni angeht. Sind die beiden auch wieder erledigt und du bekommst die Mütze wieder raus, weil die brauche ich nämlich dann, sobald das draußen durchgelaufen ist, auch wenn das jetzt in der Folge nicht mehr stattfinden wird. Wobei 15 Minuten, mal gucken, ob ich so schnell durch bin heute. Das gilt jetzt erstmal noch hier, muss ich nur noch eintragen, dass sie jetzt wieder zwei Sachen kaputt gemacht hat, die noch nicht ersetzt werden können. Das heißt, für Azula muss der Hut neu produziert werden, also einmal Zauberhut neu produzieren und das Gegengift. Also hier bin ich inzwischen so weit, dass ich denen ja nur entweder blaue Ausrüstung gebe, weil die noch einigermaßen zügig wiederhergestellt werden kann, oder dann höherwertige Ausrüstung ab episch, die dann, wenn sie sie haben, mit 0% zu Buche schlägt. Also wenn sie epische haben oder bessere, dann nur, solange sie die mit 0% Schadenswahrscheinlichkeit benutzen können. Sobald da eben Schadenswahrscheinlichkeiten auftauchen, kriegen sie halt dann wieder blaue Elemente ausgerüstet. Im Normalfall, wenn die blauen gut passen, liegt es bei 1,5, bei ein paar Sachen. Hier ist es so, dass ich den Silberhelm noch nicht produzieren kann, deswegen, sie werden auch nicht mit Gegenständen ausgerüstet, die ich nicht herstellen kann. Deswegen dauert das dann noch ein bisschen. Und ja, also genau sie und ansonsten Melina, die halt noch ihren Hut wieder braucht oder ihre Kopfbedeckung. Und die ersten kann ich jetzt gleich schon wieder losschicken. Werde ich dann jetzt auch hier wieder auf die Wüste des Verderbens losschicken. Auch wenn die anderen jetzt hier langsam unter 200 fallen, aber aktuell ist es jetzt nicht dringend notwendig, die schon wieder hoch zu pushen. Freue ich mich schon, wenn ich das nächste Mal, wenn hier wieder so ein Event ist, dass die Ausrüstung nicht kaputt gehen kann, dann werde ich nämlich dort die Sachen wieder auf möglichstes Maximum hochpushen. Aktuell bin ich kurz davor, das maximale Lager zu erreichen.
Ich habe jetzt nämlich nur noch eine Truhe, die ich noch um eine Stufe verbessern kann. Das heißt, 20 Lagerplätze kommen noch dazu. Das heißt, bei 720 ist dann absolut erstmal Schluss, was die Lagerplätze angeht. Und ansonsten bin ich halt jetzt hier schon parallel dabei. Also alle anderen sind hier schon auf 15 soweit durch. Hier bin ich jetzt auch mit den ersten drei Reihen bis auf 15 durch. Da ist dann auch das Maximum erreicht. Und jetzt bin ich halt, als nächstes kommt die dann dran. Das heißt, hier mit 5 Millionen werde ich gleich erstmal das wieder aktivieren. Verbesserung starten. Weil ich denke, die 40 Millionen, die ich hier jetzt brauche, die kriege ich jetzt noch nicht gleich zusammen, beziehungsweise wäre mir das ein bisschen zu knapp. Also Grünzeug verbessern auf 4 und damit es heute noch mal fertig wird, ich noch ein zweites Upgrade starten kann, hier dann noch ein paar Upgrades dazu. So, der bleibt jetzt natürlich, mal gucken, wie weit es jetzt runter ist, 10 Stunden, also eins auf jeden Fall noch. So, mit 6 Stunden sollte das heute noch ganz gut passen, dass ich da noch ein zweites Upgrade starte. So, die beiden sind, super, habe ich wieder eine Hellbade in Makellos, die ich dann natürlich nicht weiter verarbeite, weil eigentlich waren die beiden gedacht dafür, eine Lava-Axt zu bauen, aber natürlich werde ich für eine Lava-Axt kein makelloses Item verschrotten. Die dritte makellose produziert und dann muss ich nochmal eine weitere Hellbade bauen, damit ich nämlich die zwei Hellbaden, die ich hier für die Lava-Axt benötige, dann maximal in grün habe und keine höherwertigen Items dafür verwende. So, die Lava-Achse ist schon fertig, die jetzt natürlich in gut produziert wurde. Es ist natürlich eigentlich immer ganz schön, wenn die Items besser produziert werden als beabsichtigt. Aber es ist auch der Nachteil, dass ich sie dann nicht verkaufen kann. Also zumindest nicht verkaufen will, weil ich sie natürlich dann lieber für mich selber behalte. Also, das ist eh bald abgeschlossen. Das heißt, das Ding ist dann auch bald nicht mehr auf der Verkaufsliste verfügbar. Und da kann ich ja noch mal kurz reinschauen, wie es denn aktuell so aussieht. Also hier die ganze Reihe bis zum Säbel ist aktuell bereits gemeistert. Das heißt, die Sachen sind auch alle blockiert. Das heißt, die können diese Sachen dann nicht mehr kaufen. Also hier seht ihr ja, ist das Schloss noch offen. Das heißt, für die einfachen Elemente und für alle anderen, für höherwertige sowieso, aber auch für einfache, wie den Säbel zum Beispiel, ist dann ein Verkaufsverbot drauf. Das heißt, das bekommen die im Normalfall nicht mehr. Ab und zu fragen sie es nach, wenn sie keine anderen Items mehr finden, die sie haben können. Und natürlich auch das, immer dieses Zwiespältige. Es ist natürlich schön, wenn da mal ein blaues rausspringt, statt ein normales. Aber das heißt, ich muss es nochmal neu produzieren. Also nächste Produktion anstoßen, nochmal eine Ut. Und den Bogen. Okay, der Bogen hat gepasst, den kann ich verkaufen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob hier irgendeiner noch ein paar Punkte benötigt, beziehungsweise mitnehmen kann. So, die sind alle schon soweit fertig. Gut, und dann kann ich das jetzt verkaufen. Dann ist meine Energieleiste auch gleich wieder voll. Was jetzt noch die Besonderheit ist, ich hatte jetzt noch ein bisschen, nachdem ich ja beim letzten Mal erwähnt hatte, wie merkwürdig ich das finde, dass in dem Moment, wo ich sie aus meiner Sicht über den Tisch ziehe, indem ich hier einen Aufpreis drauf haue, sie für das Kompliment mehr Energie zurückgeben. Aber ja, das heißt, die Komplimentenergie hängt einzig und allein an meinem Stand von meinem Energieleiste. Und je weiter meine Energieleiste unten ist, also jetzt ist er natürlich auf Maximum, das heißt, ich bekomme für ein Kompliment nur 2 Energiepunkte. Okay, das Jade-Amulett ist nicht verfügbar, obwohl ich es bereits produzieren kann. Es ist halt noch nicht hergestellt. Sonst hätte ich euch jetzt zeigen können, wenn ich hier im Tier den Aufpreis mache. Mal gucken, ob ein günstiges im Handel ist. Nee. Dass eben je weiter meine Energieleiste absinkt, desto mehr lohnt sich hier das Kompliment zu machen. Und das ist dann eben auch nochmal eine zusätzliche Strategie zur Maximierung der eigenen Energie. Das heißt, bevor ich dann zum Beispiel die Waffen verkaufe, die mir halt viel Energie einbringen, ich auf jeden Fall dafür sorge, dass ich lohnende Komplimente probiere und hoffe, dass ich da schon einen Bonus bekomme. Weil natürlich auf die Verkaufsenergie wirkt sich der Stand der Leiste nicht aus, weil die sind ja durch diese Ablagen hier gepusht, dass ich da 35 bei allen Waffen letztlich im Moment bekomme. Also das soweit, Updates und so weiter laufen. Bei den anderen Sachen hier muss ich bisher jetzt noch nicht allzu viel machen.
Ich habe im Moment auch selten die Boni benutzt, sondern lasse sie einfach ganz normal laufen. Da muss ich mir noch ein bisschen überlegen, wie ich da als nächstes weitergehe. Weil wenn ich eben nochmal hier in die Produktion reingehe, also wie gesagt, bei den meisten sind die unteren inzwischen alle gemeistert. Nur bei den oberen zwei, drei Leveln sind dann eben hier noch ein paar offen. Bei manchen ist, je nachdem, das ist, glaube ich, ist das ein Event-Dings? Nee, das ist kein besonderes Item. Weil bei anderen hier zum Beispiel Mondscheinkappe, das sind die, die halt hier dann solche Spezialfähigkeiten haben, die ich ja immer erst nach und nach freischalten kann. Mal gucken, wie viel ich jetzt aktuell zusammen habe. 7 Teile erst wieder und die nächsten kosten halt 13. Also diese Sonder-Items, die brauchen natürlich noch ein bisschen länger und da habe ich auch noch ein paar niedrigwertige, die da anstehen. Der ist jetzt dann schon deutlich höher. Also mal sehen, wann ich da in die 20er-Bereiche komme. Also die wirklich höherstufigen Items. Aber das kommt auch alles so nach und nach und Stück für Stück. Und wenn ich das dann im Hintergrund laufen lasse und ja, inzwischen, ich habe jetzt letzten neuen Item mit Stufe 28 oder sowas freigeschaltet. Ah ja, genau, das war einer von den Ringen. Genau, Zeichen der Weisheit. Der erste 28er, den ich jetzt freigeschaltet habe. Und der hat schon 2 Stunden Produktionszeit, zumindest wenn ich jetzt keine Booster oder sowas aktiviere, indem ich in der Stadt irgendwelche Gebäude einschalte, die mir hier noch so Produktionsboni dann bieten. Das dauert dann schon ziemlich lange, genauso wie es halt hier dann schon Items gibt, die auch hier eine Dreiviertelstunde bis Stunde brauchen, bis die fusioniert sind. Also da bin ich mal gespannt, wie langatmig dann das Spiel letztlich wird, um dort Sachen dann freizuschalten oder halt auch bauen zu können. Hier ist zum Beispiel dieser Baumstamm, der hat am Anfang 10 von diesen Knüppeln, ist inzwischen um 4 gesenkt worden. Und es geht dann doch erstaunlich schnell, die benötigten 6 Knüppel zu produzieren. Das mache ich mal. Dann stoße ich nämlich die beiden Baumstämme an. Das heißt, ich produziere jetzt 12 von den Knüppeln. Zum Glück habe ich halt inzwischen wieder genug Puffer in meiner Kiste momentan. Einfach um dann die beiden Baumstämme herzustellen. Weil das ist jetzt auch wieder eben ein von den Items, die später erst freigeschaltet wurden, weswegen die eben noch nicht auf gemeistert stehen. Aber es fehlt jetzt auch nicht mehr so viel, weil die werden natürlich dadurch, dass es nur sehr wenige niedrigstufige Items gibt, die von mir ja angeboten werden, auch sehr oft nachgefragt. So, also zweimal das. Und die brauchen nämlich noch relativ wenig Zeit, nur 6 Minuten, bis die gebaut sind momentan. So, mal gucken, was brauche ich jetzt für die Giftbombe? Da brauche ich nämlich dann wieder die Rauchbombe und für die Rauchbombe brauche ich, glaube ich, noch das Pilzding. So, genau, also Rauchbombe habe ich keine, Pilzding habe ich auch nicht, aber das Ding kann ich direkt dann fertigen. Und dann als nächstes eben. Das ist eben das, was so ein bisschen langwieriger wird, weswegen natürlich die Motivation da ist, diese Teile aufzubessern. Aber wie gesagt, ich spare jetzt aktuell für ein anderes Upgrade, deswegen werde ich die 500 da jetzt noch nicht investieren, um letztlich einen weiteren Platz dann auf solche Vorzugslots, die dann alle Vorprodukte automatisch produzieren, indem man einfach die gesamten Ressourcen dann auf einmal reinhaut und alles in einem Block produziert wird. Der große Vorteil dabei ist natürlich auch, dass die Items, die nicht als Zwischenproduktion auftauchen, auch nicht in einem höheren Level produziert werden können. Weil letztlich so eine niedrigstufige, mal gucken, Rauchbombe hat Stufe 9 und letztlich habe ich jetzt keine Leute aktuell, die Stufe 9 Items benötigen. Deswegen ist es nicht so sinnvoll, hier ein besonders wertvolles Epic-Item oder sonst was zu bekommen. Also es ist gut, wenn man das alles überspringen könnte, sowohl die Pilzsuppe, die Rauchbombe und dann einfach nur die Giftbombe produziert und dann die Giftbombe auf einem möglichst hohen Niveau dann bekommen kann. Weil da gibt es zumindest noch ein paar, die aktuell Stufe 12 Items benutzen können. Mal gucken, was ist denn hier so das niedrigste von meinen Leuten? Stufe 13, da geht ein 12er Item noch. Und hier sind noch 11 und 12. Genau, aber die werden auch nicht mehr lange sein. Sobald ich mit den Items und dem Aufbau der anderen Sachen durch bin, werde ich dann dort wieder investieren, dass meine Gebäude upgrade und damit natürlich auch die Levelaufstiege für meine Helden freischalte. So, zum Abschluss kommen die jetzt mal noch auf die Mission. Das heißt, hier weitere von den Dingern zurückholen. So, Nyra und dann 3 weitere dazu. Und als nächstes noch eine Runde, diesmal mit Karal, die dann die beiden mitnimmt.
und noch, okay, die anderen sind noch nicht wieder zurück. Das dauert noch ein bisschen. Dann nehmen wir Kugel noch mit rein. So, dann sind die beiden schon mal unterwegs. Und die anderen brauchen noch eine, ja, 20 Minuten, 22 Minuten, bis die wieder verfügbar sind, bis ich die dann losschicken kann. Aber soweit für heute zum aktuellen Stand von Shop Heroes. Wie gesagt, fast alle Truhen und Lager-Items dann auf Maximum. Und jetzt geht es dann weiter hier. Das wird hier unten natürlich extrem teuer, weil hier schon die Stufe 9 jetzt mit 4 Millionen zu Buche schlägt, was hier im Endeffekt gerade mal die Stufe, ja, auf Stufe 14 dann letztlich der Preis ist. Das heißt, das wird noch eine ganze Menge Investitionen dauern. Aber im Moment funktioniert es mit der Geldquelle hier ganz gut. Da sind sehr viele Nachfragen nach dem Maximalpreis. Das heißt, hier kann ich immer ganz gut mehrere Millionen dann tatsächlich einsammeln, wenn meine Helden einmal ihre Mission alle durchhaben. Weil ich schicke ja immerhin 5 Heldengruppen. 4 Leute, genau, also 20 schicke ich ja aktuell los. Ich kann gerade nochmal nachschauen, wie viele die im Schnitt zurückbringen, weil das Ding ist ja schon gemeistert. Das heißt, 2 bis 6, also wenn die im Schnitt so 4 zurückbringen, kann ich gleich noch die nächste Haube zusammensetzen, dass mit Melina dann ihre blaue Haube wieder bekommt. Weil das wird, glaube ich, auch 40 Minuten oder sowas dauern dann. Weil die steigen auch ziemlich stark an dann in den höheren Kombinationen. Ja, dann kann ich den auch gleich noch starten. Dann ist die Produktion auch im Gange. Weil das ist immer ganz gut, das Spiel zu verlassen, dass möglichst natürlich ja, stundenlange Produktionen noch durchgeführt werden. Also, her damit. Ja, einsammeln. Einmal in grün. Und jetzt habe ich ja 2 grüne Elfenhauben, die ich dann jetzt hier kombinieren kann. Und ja, 43 Minuten, das heißt, das ist ganz gute Beschäftigung dann für den Kessel. Und jetzt das Teil noch, dann kann ich nämlich hier schon mal die Giftbombe produzieren. Das Blocken ist in den Item-Eigenschaften. Man muss dazu das Item selber haben, weil das passiert je Stufe und dann einfach das Schloss aktivieren. Das heißt hier, wenn man das Schloss aktiviert, dann wird eben deaktiviert, dass die das Zeug kaufen können und ansonsten, wenn man es wieder zur Verfügung stellen will, einfach wieder rausnehmen. Aber man muss es eben für jede Schwierigkeitsstufe, also für jede Itemstufe neu machen und man muss eben mindestens ein Item davon haben, sonst kommt man eben leider an den Menüpunkt nicht ran, weil das Blöde ist, wenn man das hier bei der Produktion hat, man eben genau dieses Feld nicht. Da kann man es leider nicht einstellen. So, also die beiden Baumstämme, natürlich jetzt einer wieder in grün, super, da kann ich gleich nochmal einbauen. Wobei ich die Baumstämme eh dann bald auch in grün verkaufen werde, weil die ja dann noch eine ganze weitere Stufe, also die müssen dann hier nochmal 22 Stück gebaut bekommen, damit ich hier diese letzte Feature freischalte. Also die Knüppel selber dauern zwar immer noch 5 Sekunden, aber länger, also unter 5 Sekunden geht keine Produktion, weil normalerweise, wenn der hier noch 5 Sekunden braucht, müssen die eigentlich noch schneller gehen, aber schneller als 5 Sekunden geht nicht. Das ist die Mindestzeit, die irgendein Item zum Produktion braucht. Gut, aber den Baumstamm kann ich schon mal wieder verkaufen, einen zumindest. Und mal gucken, was jetzt noch für einer wieder dazukommt. Dann kann ich vielleicht noch das zeigen, wie nämlich hier das Komplimentwert zunimmt, wenn ich da jetzt einiges ausgeben kann. Sie will einen Wakizashi, genau, mit 40. Und in dem Moment, wo eben das runtergeht, steigt das Kompliment und zwar bei allen. Erst wenn ich jetzt wieder die Punkte hochnehme, steigt dieser Komplimentwert, den ich da bekommen kann, wieder, sinkt er wieder, sobald die Energieleiste sich füllt. Und im Moment das Niedrigste, also wenn ich ziemlich weit in den, ich glaube unter 10 bin in der Dreh, dann kommt hier im Moment 18. 18 ist momentan so der höchste Wert, den ich bei Kompliment erreichen kann. Ich weiß nicht, ob der noch weiter steigt, wenn man eine längere Energieleiste hat, dass die auch irgendwie im Verhältnis steht sozusagen zu dem Maximalwert der Energieleiste, aber mal schauen. So viele Items gibt es ja leider nicht und vor allen Dingen sind die alle nur gegen Diamanten zur Verfügung. Hier irgendwelche, die Energiekapazität haben und es ist relativ wenig, was da dazu kommt. Also mal schauen, wie das da später weitergeht. Also soweit für heute. Von Shop Heroes und auf zum nächsten.